Zweifel nach. Es brauchte Zeit, bis es begreiflich war, was sich abspielte und was ich sah. Die ganzen Werte, die hier zählen, die gibt's doch nicht. Und was hier im Schatten ist, steht dort im Licht. Das heißt nicht, dass alles dort böse ist. Im Gegenteil, gut und böse existiert nicht. Keine Diskriminierung von Rasse und Geschlecht, keine Konflikte, kein Recht oder Unrecht. Also bleibt fern aus Utopia, denn es war besser dort, als niemand von uns da war. Bleibt fern aus Utopia, denn es war besser dort, als niemand von uns da war. Warum? Frag nicht so dumm, denk nach, denn unsere Erde war schön, bis sie durch uns zerbrach. 1984 gestern, schöne neue Welt heute und morgen Utopia. Ja, dieser Ort, niemand will mehr fort, doch wenn ihr hier bleibt, gleich dies einem Massenmord. Denn irgendwann kommt die Zeit der Menschlichkeit, dann überkommt dich die Habgier, Hass und der Neid. Die sieben Todsünden, die die Menschen verbinden, verseuchen Utopia. Bleibt fern. Utopie oder Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder Hass und Leid, ihr lenkt die Zukunft all der Menschenzeit. Utopie oder Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder Hass und Leid, ihr lenkt die Zukunft all der Menschenzeit. Ich melde mich aus dem Jahr 2000 und zur Stunde gehe ich der größten Verschwörung der Welt auf den Grund. Tue kund, in meiner Zeit existieren die Menschen bloß als Daten registriert. Das Denken programmiert, auf der Stirn ein Barcode eingraviert. Zur genauen Observierung durch die neue Weltregierung. War es die Legierung der neuen Weltordnung? Wer profitiert davon? JFKs Ermordung. Finanzmonopole beherrschen die Zone zwischen den Polen. Wie die Kids ihrer Freiz hinter den Spielkonsolen ohne Moral. Die neuen Waffen sind die alten, kalter Stahl und kalte Kriege. Den Weg für die oberste Riege, von der Wiege der Menschheit bis zum heutigen Tag, was im Verborgenen lag. Das Netz, das sich spannte von Atlantis zum Mittleren Osten nach Europa. Der Mensch auf verlorenem Posten, von Bayern nach Amerika, check den Dollar. Das Auge in der Pyramide, okkult wie die Kabbala. Wer zum Teufel war George Washington? Versteckt man den Satan im Pentagon? Zu viele Fragen, Rätsel, sie selbst. In meiner Zeit beschränkt der Orden, der die Fäden zieht, die Freiheit. Wir sind in Dateien gespeichert. Unsere Demokratie ist krass gescheitert. Erst macht das soziale Gefüge Notstand zu Genüge. Der beste Nährboden für Bürger. Kriege. Aus dem Chaos profitierte die neue Machtelite, die seit Anbeginn der Menschheit Unternehmen infiltrierte, in Besitz investierte, den unmündigen Menschen suggerierte, das Chaos zu ordnen. Doch wir irrten, Macht durch Geld, Geld gleich Macht übers Militär, die drei Gewalten vereinigt durch ein Privatheer. Dann die totale Technisierung, Kreditkarten am Körper, Gehirnwäsche, Legalisierung von Verbrechen, Illuminati. Utopia war niemals ein Versprechen. Schläfer der Wache. Utopie oder Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder Hass und Neid, ihr lenkt die Zukunft all der Menschenzeit. Utopie oder Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder Hass und Neid, ihr lenkt die Zukunft all der Menschenzeit. Utopie oder Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder Hass und Neid, ihr lenkt die Zukunft all der Menschenzeit. Wirklichkeit, was bringt die Zeit der Menschheit? Recht und Freiheit oder